Ich heiße Juliana. Und ich bin Jona. Und wir sind Azubis von der Volksbank Kassel-Göttingen und haben es auch dieses Jahr wieder geschafft, die Nacht der Bewerber zu organisieren. Und die steigt hier heute und wir nehmen euch jetzt mit rein. Hier ist ja schon echt gut was los. Kann man sich schnell auffrischen lassen und für die Bewerbungsfotos schick machen. Du hast dich gerade in den Spiegel geguckt. Ja. Bist du zufrieden mit dem Ergebnis? Ich finde es ja ungewohnt, aber ich mag es. Hier sehen wir schon eine riesige Schlange. Der Grund ist klar, hier gibt es kostenlose Bewerbungsfotos und wir gehen jetzt einmal rein. Oh, lächeln. Sehr schön. Gleich noch mal. Genau. Super. Schauen wir uns das Ganze mal an. Vision. Gehen wir noch mal etwas größer drauf. Soll man gerne mal. Minuten und dann 19:30 Uhr, Speed-Dating-Zeit. Job-Speed-Dating. Also eigentlich sind die jungen Leute sehr interessiert, haben viele Fragen und es ist schön einfach zu sehen, was für Fragen kommen und einfach so ein bisschen aus dem Leben auf die Fragen antworten zu können. Also wirklich, ich bin selber noch jung, bin selber noch nicht so lange in dem Beruf und da hat man natürlich auch einen ganz anderen Zugang zu jungen Leuten und ich bin noch nicht so lange aus dem Studium, also kann man aus dem Studium erzählen. Ich finde es schön, Werbung zu machen, weil mir mein Job Spaß macht und ich glaube, dass es viele Leute gibt, denen das auch Spaß machen würde. Hallo Renu. Hi. Und wie läuft's hier so? Ja, ganz gut. Ja, ist das Interesse groß? Auf jeden Fall. Also viele Leute wollen sich auch komplett über unseren Beruf informieren und interessieren sich auch tatsächlich. Und es macht mir auch wirklich sehr viel Spaß. Was sind denn so die häufigsten Fragen, die hier gestellt werden? Also die häufigste Frage ist wirklich tatsächlich, was wir überhaupt in der Ausbildung machen. Und ja, und natürlich dann so die Gehaltsfrage, ganz klassisch. Gibst du denen dann auch Auskunft? Klar, das ist ja auch auf unserer Homepage zu sehen. Und das ist ja für jeden zugänglich und ist ja auch eine berechtigte Frage. Es riecht ja schon richtig lecker. Schade, dass man es im Film nicht riechen kann. Thank you.
Spannung steigt. Jetzt gibt's was zu gewinnen. So, jetzt haben wir wieder das iPad, das ist schon weg. Und hier ist sogar noch was drauf, das raten wir jetzt nicht. Aber das iPad verlosen wir jetzt und jetzt bitten wir noch einmal zu ziehen und noch einmal Applaus. Und so geht's gut. Und je mehr Applaus ihr kriegt, desto mehr Chancen habt ihr. Also Glückwunsch an alle, der Applaus für ihn, bitte schön, ja? So, das war, danke schön, das war die zweite Verlosung. Und bitte schön. Für Sie ist da jetzt hier ja die Premiere. Wie lief es denn bisher für Sie? Ja, wir hatten ein paar interessante Gespräche. Der Zulauf ist gut und jetzt sind wir natürlich gespannt, was am Ende rumkommt. Also bisher läuft es gut. Wir hatten ein paar sehr interessante Gespräche und ich denke auch potenzielle Kandidaten, die sich hoffentlich bei uns bewerben werden. Wir hatten heute mehr Gespräche wie in den letzten 2 Jahren, würde ich sagen. Es waren sehr viele Interessierte da und was ich besonders erstaunlich fand, eben nicht für den Sozialversicherungsbereich, sondern eher zu dem Bereich als Fachinformatiker. Also das Thema Digitalisierung ist bei den jungen Leuten auch so weit fortgeschritten, dass die meisten Fragen eigentlich zu dem Ausbildungsberuf gehen. Wir haben viele interessante Jugendliche getroffen, die zum Teil sich informieren wollten und orientieren wollten, aber auch sehr tiefe Gespräche geführt, tatsächlich für Menschen, die es spannend fanden und Detailinformationen brauchten. So, das war sie schon, die Nacht der Bewerber 2018. Ich hoffe, sie hat euch genauso gut gefallen wie uns. Und nächstes Jahr seid ihr dann auch wieder mit dabei. Aber diesmal live.